Basilika der Jungfrau von der Helpless zeichnet sich als das Heiligtum der Jungfrau der Verlassenen, der Patronin von Valencia und aller alten Reich von Valencia, jetzt Valencia. Hält die Würde Basilike dank der Breve unterzeichnet von seiner Heiligkeit Pius XII am 21. April 1948. Zwei seiner Türen mit Blick auf den Platz, und eine dritte gibt die Passage, die die Basilika trennt, vereinigt sowohl durch einen höheren Bogen. In dieser dritten Tür ist ein Gitterfenster, durch das Innere gesehen werden kann, wenn die Basilika geschlossen und Can Virgin beleuchtet werden. Die Ausgrabungen in La Almoina zeigen an, dass der Bereich, wo die Basilika befindet, sich in der Stadt Valencia zum Forum Romanum entspricht. In der Tat, einige Blöcke der Hauptfassade der Basilika sind Grabsteine und Inschriften aus der Römerzeit. Die Anwesenheit des Bild der Jungfrau Maria, nach verschiedenen Autoren, stammt aus dem Jahre 1414 seiner Autorschaft in der Legende von Verpackt Engel Wurzbau. Zuerst seine Ligeratkonfiguration auf den Särgen der Ausgeführten angeordnet sind, zur Verfügung, während eine kleine Kissen voran den Kopf. Diese Tatsache machte die aufrechtes Arrangieren, können Sie es mit der ihm eigenen Nicken sah, nannte es Geperudeta, was bedeutet Hunchback. Zuerst war es die Jungfrau in der Kapelle des Allgemeinen Krankenhauses verehrt. Der Besuch des Königs Philipp IV. Nach Valencia im Jahre 1632 und die Tatsache, dass durch die Fürsprache der Jungfrau Siege von Tarabia und Tortosa waren berechtigt, die Förderung einer neuen und der königlichen Kapelle der Jungfrau der Hilflosen gewidmet aufgefordert. Ebenso wurde es an die Jungfrau der Hilflosen schrieb den Viceroy Köln der de Urapaisa, bei der Heilung somit während der Pest von 1647 intervenierte zu haben, die eigene Viceroy von der Notwendigkeit zu überzeugen, das Bild von einer würdigen Residenz zur Verfügung zu stellen. Seit einiger Zeit war der Ort der Kapelle diskutiert. Schließlich wurde beschlossen, dem Dom, dem Zentrum der Andacht nebenbauen.